Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie sehr herzlich heute zum Webinar von Ayondo und Feingold Research begrüßen. Und wenn Sie hier den Disclaimer gesehen haben, den auch nochmal schalte ich im Moment zu unseren Themen, die wir heute haben. Wir haben heute leider ein paar technische Probleme, das bitte ich im Vorhinein zu entschuldigen. An meiner Seite heute wird noch Egmont Heidt, wenn wir ihn denn dazu geschaltet bekommen, noch ja, der Referent des heutigen Webinars sein. Mein Name ist Benjamin Feingold von Feingold Research und das sind unsere Themen hier, die habe ich Ihnen mal eingeblendet. Also Thema Helikoptergeld, Dollar-Yen, US-Daten, das alles so als groben Überblick. Wir wollen uns ja heute schwerpunktmäßig mit Aktien beschäftigen im DAX, aber auch andere interessante Titel. Ja, ganz klar, Commerzbank, Deutsche Bank hier mal an erster Stelle genannt, die heute auf neue Rekordtiefs gefallen sind. Deshalb ja, das nochmal als sozusagen Aufhänger für die Aktien im DAX, aber auch Infineon, BMW und reichlich mehr. Facebook, Amazon wollen wir heute auch darauf eingehen, die in der Vorwoche berichtet haben und ja, man kann es sagen, überzeugt haben. Zumindest was die Zahlen anbelangt, aber auch hier, wenn wir hinter die Kulissen schauen und dann nochmal als Abrundung Öl und Gold, denn ja, das ist, sage ich mal, sind zwar, also zumindest beim Öl, also bei Öl- und Goldaktien, die man ja auch sich anschauen kann, beziehungsweise die stark von der Entwicklung vom Ölpreis und vom Goldpreis abhängen. Daher werden wir, ja, je nachdem, wie weit wir kommen, wollen wir das auch versuchen, heute in der Zeit, die jetzt leider ein bisschen knapper ist, in der Zeit auch zu schaffen. Und ja, starten möchte ich mit ja, so ein bisschen, was heute auch passiert ist. Wer uns bei Feingold Research näher verfolgt, weiß, dass wir regelmäßig in der Woche Webinare halten werden. Franz Georg ist eigentlich heute dran, aber er ist auf einem auswärtigen Termin. Deshalb springen Egmont Heidt und ich heute ein, werden das Ganze charttechnisch und fundamental heute beleuchten an dieser Stelle. Und ja, wie gesagt, wer weiß, dass wer uns näher verfolgt, weiß, dass wir des Öfteren Webinare haben. Und gerade gestern, ja, hatte sich doch in der Vorwoche einiges zusammengebraut. Schwache BIP-Zahlen am Freitag aus den USA, davor das japanische Konjunkturprogramm, was Sie hier ja als Kurzzusammenfassung auf Englisch sehen, enttäuscht hat, dass eben die japanische Notenbank hier nicht wie erwartet stärker eingegriffen hat, um ja dieses sogenannte Helikoptergeld zu kreieren. Gab es Enttäuschungen am Markt, die sich am Freitag eben ja noch nicht ja herauskristallisiert haben, aber eben sich, sage ich mal, zusammengebraut haben. Daher war das Fazit gestern, dass man vorsichtig sein sollte von mir an der Stelle. Und jetzt sind wir von 10,3 auf ja knapp über 10.000 oder knapp unter 10.200, waren schon mal 10.130, wenn ich das richtig sehe, hier nochmal im Tief. Ich schaue nochmal gerade ganz aktuell. Genau, 10.131, jetzt sogar 120. Also da waren mehrere Signale oder Enttäuschungen. Und eine große Enttäuschung von der fundamentalen Seite war eben dieses japanische Konjunkturprogramm, das enttäuscht hat. Viele Anleger haben sich hier deutlich, deutlich mehr erwartet. Und wenn man sich genau, das Commerzbank, so weit wollte ich noch nicht springen. Genau, das sind nämlich die Zahlen heute. Wenn man sich auch den Dollar-Yen als Chart nochmal anschaut, dann ja, sieht man eindeutig, dass eben auch von dieser Seite Warnungen gekommen sind. Ich rufe Ihnen den Chart gerade nochmal auf, Dollar-Yen, wo wir eben hier im Bereich Dollar-Yen, Dollar-Yen Spot hier, wo wir im Bereich um die 100 Yen pro Dollar gefallen sind oder jetzt aktuell fallen. Auch das Warnsignale des Marktes, die über den sogenannten Carry Trade gelaufen sind, dass eben Anleger Aktien oder risikobehaftete Assets gekauft haben mit Yen-Krediten und über den sogenannten, dies wird als Carry Trade bezeichnet, und wenn der Yen eben
steigt, dann funktioniert das Ganze eben nicht mehr, dann müssen die Kredite teuer abgelöst werden oder dann storniert man sozusagen seine Kredite und storniert auch oder kürzt seine Investments in risikobehaftete Anlagen. Genau das sehen wir hier im Moment. Schauen Sie sich das an. Im Prinzip insgesamt seit diesem Jahr an der Börse eher ein schwieriges Umfeld, letztendlich auch getrieben durch einen schwachen schwachen Dollar, starken Yen an dieser Stelle, starken Yen. Und Sie sehen es hier, wir sind charttechnisch ankommen dieser 100-Yen-Marke immer näher und wir stoßen hier, jetzt wäre das dann das dritte Mal, dass wir aufstoßen, daran stoßen. Und aus der Charttechnik oder aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dass man vielleicht beim ersten und beim zweiten Mal noch nicht durchgeht, durch so einen wieder durch so eine Unterstützung, aber auch umgekehrt bei steigenden Kursen gegen einen Widerstand. Insofern ist für mich hier elementar, was hier im Euro, im Dollar-Yen passiert, ob wir die 100 halten, dann könnte es nach wie vor durchaus noch positiv ausgehen. Das aktuell fragile Umfeld, so will ich das mal bezeichnen, was ich Ihnen mit den BIP-Zahlen bzw. mit der schwachen Konjunktur, mit dem schwachen Konjunkturprogramm aus Japan beleuchten wollte, dass das hier seinen Ausdruck findet. Ein zweiter, und da werden wir später in der Präsentation nochmal drauf gehen. Ein zweiter Punkt ist eben auch der Ölpreis, der wieder unter die 40 Dollar gefallen ist, zumindest im WTI. Und auch das werden wir später noch beleuchten. Und deshalb werde ich hier so ein bisschen springen. Auch zur US-Wirtschaft hier nochmal ein, zwei Sätze sagen, denn die US-Wirtschaft irgendwo ja noch als der Motor der Weltwirtschaft. Europa ist wieder im Abschwung begriffen. Als von der EZB sind da Schritte zu erwarten in nächster Zeit. China schwächelt. Im Prinzip bewegen wir uns in China seitwärts. Das BIP-Wachstum kommt, verliert eher an Schwung. Japan hatte ich Ihnen eben schon erläutert und deshalb schaut alles in die USA. Und da sehen wir eben, dass bestimmte Bereiche in den USA nach wie vor schwächeln. Die US-Bauausgaben hier nur mal als ein Beispiel dafür, wie rückläufig das Ganze ist. Und wenn ich dann hier einen Chart weitergehe, dann sieht man eben auch hier diese Unterschiede in den, die Atlanta Fed hat hier so einen Forecast gemacht, wie sich das BIP-Wachstum entwickeln wird und ist relativ pessimistisch geworden, obwohl dieser Citi US Macro Surprise Index, also Überraschungsindex, kann man die Erwartung übertreffen. Ja, man mag die Erwartung übertreffen, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass die Wirtschaft dann tatsächlich auf einem gesunden oder einem starken Pfad ist. Und da sehen wir eben, dass die Atlanta Fed hier trotz dieses Überraschungsindex, ökonomischen Überraschungsindexes der Citi Group hier pessimistisch eingestellt ist. Und wenn man sich anschaut, dass die US-Wirtschaft eben seit einem Jahr und am Freitag wurden ja nicht nur die Zahlen fürs vergangene Quartal veröffentlicht, sondern auch eben die Zahlen für das gesamte vergangene Jahr seit etwa einem Jahr mit 1% wächst. Soweit wurde das revidiert, also ich sage jetzt mal ganz grob, seit einem Jahr mit um 1% wächst, dann ist das eben nicht überzeugend. Und was das für Zinserhöhungen möglicherweise bedeutet, das glaube ich, das kann man sich an fünf Fingern abzählen, auch wenn die einzelnen FED-Mitglieder immer wieder beteuern, dass es Zinserhöhungen in diesem Jahr geben könnte. Muss man eben sagen, dass das ökonomische Umfeld, was ich Ihnen hier so ein bisschen auch mit der Ölproduktion hier darstellen wollte, dass das eben schwächelt in den USA, die Ölproduktion trotzdem steigt, aber das sind Sondereffekte, die wir hier haben und da wird, ich hoffe dann auch Egmont Heidt später nochmal drauf eingehen, denn das soll der Einstieg sein zum Ölpreis. Egmont, kannst du uns hören? Im Moment scheinen auch viel mehr Teilnehmer in das Webinar zu kommen. Also es scheint jetzt technisch behoben worden zu sein. Kannst du mich verstehen? Hallo, guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo Benjamin, könnt ihr mich hören? Ah. Können Sie mich hören? Ja, ich kann dich hören, Egmont. Okay, das scheint geklappt zu haben. Genau, ich habe dich nämlich in der Maske gesehen. Okay, prima. Ich hatte jetzt schon mal angefangen, Egmont.
aufgrund der technischen Probleme, die wir am Anfang hatten, und hatte erläutert, ja, im Prinzip deine ersten beiden Charts hier mit der Enttäuschung des japanischen Konjunkturprogramms, und dann hatte ich das BIP-Wachstum in den USA erläutert, die Folien vorgezogen, die du später hattest, weil ja, das gehörte für mich sozusagen als Ausgangspunkt für die Schwäche, die wir im Moment am Markt ja heute sehen, irgendwo dazu, zumindest was das große Bild anbelangt. Hinzu kommen natürlich dann auch die Einzelaktien oder die Unternehmen mit ihren Quartalsergebnissen, die ja heute zumindest gemischt ausgefallen sind. Banken, so ein Thema für sich, Egmont. Und da würde ich einfach sagen, dass wir vielleicht an der Stelle mit der Commerzbank weitermachen, wenn das für dich okay ist, und dann durch die Präsentation schalten. Machen wir gerne. Lass bitte noch mal ganz kurz bei der Folie her. Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast. Einer der Gründe, meiner Meinung nach, warum der weltweite Aktienmarkt heute deutlich unter Druck ist, ist, dass einfach die japanische Regierung und die Notenbank heute enttäuscht haben. Das angekündigte Konjunkturprogramm ist zwar 28 Billionen Yen groß, also ein enormes Konjunkturprogramm, aber die Ausgaben für das laufende Jahr, wie Sie hier nachlesen können, sind bloß 4,6 Billionen Yen, also ungefähr 45 Milliarden Dollar, und es ist nicht mal 1% der jährlichen Wirtschaftsleistung Japan. Und dementsprechend enttäuscht sind die Investoren, dass das Konjunkturprogramm einfach so klein ist, und dementsprechend kommt es zu Turbulenzen am Währungsmarkt. Dollar-Yen ist kräftig unter Druck, also Dollar sinkt deutlich, Yen steigt deutlich, so wie wir es in etlichen Webinaren aufgezeigt haben. Der Carry Trade wird aufgelöst und dementsprechend steigt der Yen, und wir haben Gegenwind am weltweiten Aktienmarkt. Das ist einer der Gründe, der starke Anstieg des Yen, warum der weltweite Aktienmarkt unter Druck ist. Geh bitte auf die nächste Folie, Benjamin. Und das zweite wichtige Thema, was heute, danke, das zweite wichtige Thema, wir beeilen uns und werden dann einfach im Anschluss, denke ich, all die Fragen noch beantworten, alles machen, hinten dran anhängen, was gefehlt hat. Der zweite Grund, warum heute der Aktienmarkt unter Druck ist, ist der anhaltende Verfall der Bankaktien, wie Sie ja hier auch sehen. Schauen Sie es mal hier unten, wo steht. Die Deutsche, die Commerzbank hat im zweiten Quartal durch das Negativzinsumfeld, das ist die zweite, dritte Zeile von unten, größtenteils Belastungen verbucht, allein im Privatkundengeschäft von 45 Millionen Euro. Sehen Sie die dritte Zeile von unten. 45 Millionen Euro allein bei der Commerzbank im zweiten Quartal durch das Negativzinsumfeld oder Strafzinsumfeld. Und jetzt geht bitte mal auf die nächste Folie. Jetzt fragt sich natürlich jeder, 45 Mio für die Commerzbank, ist das eine Menge Holz? Da kann ich natürlich sagen, ganz klar, das ist eine ganze Menge Holz. Schauen Sie sich mal an, den Zinsüberschuss hier in Q2. Zinsüberschuss allein in der Privatkundensparte 430 Millionen. Wenn Ihnen da 45 Millionen pro Quartal fehlen, dann ist es natürlich eine ganze Menge Holz, und dementsprechend reagiert auch die Aktie heute auf diese Zahlen und auf diese Ankündigungen schwach. Das Kappen der Prognose. Geht bitte auf die nächste Folie, Benjamin, und ähnlich sieht es dann natürlich aus im Bereich Mittelstandsbank, also dem Firmenkunden, Unternehmenskundengeschäft der Commerzbank. Die Sparte hat eine Belastung von 26 Millionen Euro verbucht, allein im Q2 durch das Strafzins- und Negativzinsumfeld. Und die Commerzbank selber hat jetzt angekündigt, wenn man einfach diese ganzen alten auslaufenden Kredite umschichten muss oder jetzt einfach weiter verlängern wird zu den aktuellen Konditionen, dann werden sie im nächsten Jahr Ausfall bei den Zinseinnahmen, also beim Zinsüberschuss von 100 Millionen Euro haben. Also das ist natürlich ein tiefer Schlag für die Commerzbank, dementsprechend die Aktie am Rekordtief, und ich denke, da ist kein Ende der Talfahrt in Sicht, also da würde ich ganz klar weiter auf der Short-Seite traden, abgesehen von jederzeit möglichen Kurserholungen bin ich da ganz, ganz klar weiterhin skeptisch, so wie auch in den vergangenen Jahren. Weil ich einfach davon ausgehe, dass die EZB die Zinsen, die Strafzinsen immer weiter in den negativen Bereich drücken wird und dementsprechend der Zinsüberschuss der Banken immer geringer wird, die Marge immer geringer wird und dementsprechend die Banken unter Druck bleiben, die Bankaktien unter Druck bleiben werden. Schauen Sie es mal an, seit Anfang Juni 2014, als die EZB Strafzinsen angekündigt hat, haben die Banken keine schöne Zeit gehabt. Der Europäische Bankindex Stoxx Europe 600 Banks, wo ja die 50 größten Institute der Eurozone drin sind, ist 35% seit damals gefallen, also das ist das Problem. Die nächste Folie bitte, Benjamin. Genau, du hast schon vorgegriffen in weiser Voraussicht, sehr gut. Und da steht, genau, und ich habe ihn einfach drüber geschrieben, der Bankenstresstest ist eine Farce. Ja, anders konnte ich es leider nicht ausdrucken. Jeder von den sogenannten Experten hat sich natürlich positiv geäußert, dass man jetzt das Vertrauen in die Banken wiederherstellt und so, das übliche Gerede, anders kann ich es leider nicht bezeichnen, wie man es hört von der EZB und von den Banken auch sehr nach so einem Test. Die Tatsache ist, die EZB hat viel in dem Test untersucht,
Aber sie hat nicht untersucht die Auswirkungen von Strafzinsen, so wie Sie ja lesen können, von Strafzinsen auf die Banken. Und genau das ist denen ihr größtes Problem. Wenn ich natürlich einen Test mache und versuche, Stress zu verbreiten, aber dann das Thema Strafzinsen ausklammern, dann ist der Test natürlich eine Farce, eine Schönwetterübung und kann man vergessen, mit dem Test hat man natürlich kein Vertrauen in die Banken geschaffen. Und der Kursabsturz gestern heute signalisiert genau oder zeigt genau das, was ich Ihnen sage. Bitte auf die nächste Folie. Und genau das können Sie auch nochmal lesen. Danke. Können Sie auch nochmal lesen in der Studie von der Deutschen Bank. Jim Reed schreibt genau das Gleiche. Der Test, ich habe es Ihnen hier einfach mal blau markiert, enthält keinerlei Untersuchungen zum Thema Strafzinsen und auch keine Auswirkungen des Brexit. Und die Nachrichten zum Brexit haben Sie bestimmt gelesen. Die Konjunkturdaten in Großbritannien kollabieren. Egal welche Sie sich anschauen, Einzelhandelsumsätze, Einkaufsmanagerindizes können sich alles anschauen, kollabieren. Und es hat natürlich innerhalb kürzester Zeit massive Folgen für den Kontinent, für Kontinentaleuropa, weil Monat für Monat doppelt so viele Güter und Dienstleistungen von Kontinentaleuropa nach Großbritannien gehen wie nach China. Und dementsprechend hat eine Konjunkturabkühlung in Großbritannien, meiner Meinung nach, wird Großbritannien sehr schnell in der Rezession sein, die Wirtschaftsleistung also schrumpfen, die Wirtschaft in der Eurozone deutlich belasten. Bitte die nächste Folie, Benjamin. Genau. Und jetzt kommen wir zur S-Wirtschaft. Ich weiß nicht, was du schon gesagt hast. Ja, ich habe es ein bisschen geschrieben, Edmund, aber kannst du ruhig nochmal vertiefen. Klar. Gern. Ich mache es kurz. Ich beeile mich, damit wir einfach noch viel Zeit haben, am Ende all die Fragen zu beantworten. Das Wirtschaftswachstum in oder die FED und viele Experten. Ach, vielleicht können wir die Fragen jetzt schon aufnehmen, Edmund. Entschuldigung, dass ich sofort reingrätsche, bevor du anfängst. Welche Banken werden zuerst in Schwierigkeiten kommen? Was ist deine Einschätzung dazu? Italien? Ja gut, dass die italienischen Banken massive Probleme haben, das ist ja auch keine Sache. Die vergangenen Tage spekuliert worden, dass die UniCredit eine Kapitalerhöhung von 5 Milliarden machen soll. Euro, danach waren es 5,5 Milliarden. Das heutige Gerücht ist bei 8 Milliarden Euro. Wenn man sich vorstellt, dass der Börsenwert der UniCredit lediglich bei 11 Milliarden ist, dann weiß man, wie groß die Probleme sind und so weiter. Also die Bankenaktien sind natürlich alle in der Nähe des Rekordtiefs. Leider haben auch die deutschen Aktien oder die deutschen Banken enorme Probleme, wie sie am Rekordtief der Deutschen Bank und der Commerzbank jeden Tag sehen. Während die Commerzbank vor allem unter dem sinkenden Zinsen leidet, hat die Deutsche Bank natürlich Probleme, vor allem im Handel, auch da komme ich nochmal drauf zurück, der Anleihenhandel bricht ein, der Handel mit Aktien bricht ein und so weiter und dementsprechend verliert die Deutsche Bank Marktanteile gegenüber den US-Instituten, während gleichzeitig die US-Institute deutlich steigende Umsätze haben, hat die Deutsche Bank sinkende Umsätze und gleichzeitig soll sie die größte Restrukturierung ihrer Geschichte durchziehen, enormer Gegenwind, enorme Probleme, deswegen bleibe ich auch da skeptisch und würde es klar für aussichtsreich halten, auf der Short-Seite zu traden bei der Deutschen Bank. Bitte die nächste, jetzt kommen wir zur S-Wirtschaft ganz kurz, bevor wir dann ausführlich auf die auf viele DAX-Werte zur Quartalssaison gerade eingehen wollen. Viele Experten, ich nenne sie immer Experten in Anführungszeichen, behaupten immer, wie stark die US-Wirtschaft ist. Die US-Notenbank und so weiter behaupten das immer. Komischerweise erhöhen sie aber nicht die Zinsen. Das ist also ganz komisch, obwohl die US-Wirtschaft so stark ist. Jetzt im Q2 hatten wir ein Wirtschaftswachstum von annualisiert lediglich 1,2%. Nicht mal halb so viel, wie geschätzt worden ist. Die Schätzungen waren ja bei 2,6%. Der annualisierte Wert wird berechnet, wenn man die Veränderung gegenüber dem Vorquartal mit einem Faktor 4 multipliziert. Also wenn Sie in Europa lesen, das Wirtschaftswachstum ist 0,3% gegenüber dem Vorquartal gewesen, dann ist es genau das Gleiche, wenn Sie in den USA lesen, das Wachstum ist 1,2% annualisiert. Aber insgesamt, die US-Wirtschaft ist sehr schwach, werde ich Ihnen ein paar kurzen Charts auch nur aufzeigen und vor dem Hintergrund, Angst vor Zinserhöhungen müssen Sie auf keinen Fall haben, muss niemand haben. Es wird keine Zinserhöhung meiner festen Überzeugung nach geben, nicht in dem Jahr, nicht im nächsten Jahr. Eine Wirtschaft, die 65 Billionen Euro Schulden hat, das sind 350% vom BIP, kann die Zinsen nicht erhöhen, das ist ausgeschlossen, das ist eine Erfindung. Geh bitte auf die nächste Folie, Benjamin. Also Zinserhöhungen in den USA können wir vergessen. Ich zeige Ihnen jetzt einfach nur ganz kurz zwei, drei Konjunkturdaten, wie stark die US-Wirtschaft derzeit abschmiert. Schauen Sie es mal an. Die US-Bauausgaben schwächeln. Hier sehen Sie an dem Chart die Veränderung im Verhältnis zum Vorjahr, weil das für meiner Meinung nach der einzige entscheidende Vergleichswert ist, um einen zu zeigen, wie geht es in der Wirtschaft. Und vor wenigen Monaten waren die US-Bauausgaben noch um 10% über dem Vorjahr. Und Sie sehen, in den vergangenen Monaten kollabieren die Bauausgaben im Moment nur noch 0,3% gegenüber dem Vorjahr. Ich gehe davon aus, dass wir da schnell in die Minuszone gehen wollen.
Die Bauwirtschaft kühlt sich stark ab, der Automarkt kühlt sich stark ab und die US-Wirtschaft ist meiner Meinung nach innerhalb weniger Monate auch in der Rezession, sage ich hier, und das bleibt meine feste Überzeugung. Bitte die nächste Folie, Benjamin. Und warum sieht man das noch nicht in den sogenannten Daten zum Wirtschaftswachstum? Weil die Daten zum Wirtschaftswachstum seit Mitte 2015 zweimal saisonal bereinigt werden. Zweimal, früher war es ja nur einmal. Das heißt, die schlechten Daten werden einfach durch gute ersetzt. Und wenn es immer noch nicht genügt, dann mache ich es einfach ein zweites Mal und dann kann ich natürlich ein saisonal bereinigtes Wirtschaftswachstum zeigen. Komischerweise veröffentlichen die USA immer noch keine Daten zu den tatsächlichen, nicht zu den tatsächlichen Zahlen, also den nicht bereinigten Zahlen. Aber sie haben ja jetzt versprochen, ab 2018 wollen sie das machen. Dann frage ich mich, wenn die US-Wirtschaft so stark ist und alles so rosig ist und die Daten werden ja offensichtlich erhoben, sonst könnte man sie ja nicht saisonal bereinigen. Was hält denn das US-Wirtschaftsministerium, Finanzministerium und so weiter davon ab, die Daten zu veröffentlichen? Naja, vielleicht sind sie einfach nicht so schön. Dann machen wir hier weiter mit dem City US Macro Surprise Index, also diese grüne Linie, die Sie da oben sehen, die zeigt Ihnen an, ob die jeweiligen jüngsten Konjunkturdaten aus den USA besser sind als erwartet. Und dann steigt die Linie jeweils nach oben. Und wenn es umgekehrt ist, sprich die Daten schwächer sind als erwartet, dann sinkt die Linie, geht es wieder nach unten. Und Sie sehen hier, seit Anfang Juni, also seit ungefähr 3, 4 Wochen, die US-Konjunkturdaten jeweils viel besser als erwartet. Aber inzwischen glaubt niemand, kein Mensch glaubt mehr diesen Daten, weil jetzt die US-Notenbank von Atlanta, die anhand der aktuellen Konjunkturdaten eine Prognose zum Wirtschaftswachstum macht, die hat ihre Prognose seit Anfang Juni immer weiter nach unten geschraubt, von 2,6% Wachstum für das Q2 auf nur mehr 1,8%. Also tatsächlich diesen starken Konjunkturdaten glaubt niemand. Woran liegt es? Einmal, weil sie saisonal bereinigt sind. Und der zweite Grund ist, dass die einfach so weit abweichen von dem Normwert. Also die einzelnen Konjunkturdaten weichen 3, 4, 5, 11 Standardabweichungen von den Schätzungen der Volkswirte ab, dass kein Mensch diese Zahlen glauben kann. Das ist ungefähr 11 Standardabweichungen, ist so wie wenn 1860 München gegen Bayern München spielt und 1860 München würde dann 11:0 gewinnen. Ist zwar theoretisch möglich, ist aber nicht realistisch. Verstehen Sie? Und das ist das Problem. Niemand traut den Konjunkturdaten und deswegen sind die Zinsen in den USA auch da, wo sie sind. Bitte die nächste Folie, Benjamin. Ja, Egmont, wenn du schon beim Fußball bist, dann erlaube mir da kurz mal einzuhaken und noch eine Frage aufzunehmen. Banken, du hattest die Banken nochmal angesprochen, da haben wir noch eine Frage. Bitte. Wird Osteuropa möglicherweise in Mitleidenschaft gezogen? Wie siehst du das? Und Ölpreis, kommen wir da nachher nochmal darauf zu sprechen. Da ist nämlich eine Frage, wie der den Junkmarkt beeinflusst. Genau, gerne. Ja, im Endeffekt, wenn Sie eine Bankenkrise in einer Region der Welt haben, infizieren Sie den Rest der Welt damit. Da gibt's für mich keinen Zweifel, weil die Branche inzwischen so ineinander verwoben ist, so viele Beziehungen es zwischeneinander gibt, über den Derivatemarkt, über Credit Default Swaps, über all das, was Sie kennen. Also dementsprechend, wenn wir Probleme haben in der Eurozone bei den Banken, dann kommt es auch allmählich bei den US-Banken an. Und US-Banken haben jetzt zuletzt gerade Probleme gehabt wegen dem starken Rückgang der Ölpreise. Die US-Banken haben ja hunderte Milliarden an Krediten an die Ölindustrie vergeben und wenn der Ölpreis natürlich jetzt kräftig im Rückwärtsgang ein neuer Bärenmarkt beim Ölpreis begonnen hat, bedeutet das natürlich massiven Gegenwind für die US-Banken. Und ja, auch da wäre ich ganz klar auf der Short-Seite. Ich denke, die besten Zeiten sind vorbei. Die haben lange davon profitiert, dass die Zinsen halt einfach noch nicht im Strafzinsbereich sind im Vergleich zur Eurozone. Und der zweite Faktor war, dass der US-Aktienmarkt am Rekord hoch war, während der DAX mal von 12,4 auf 9,4 oder sogar 9.000 abgeschmiert ist. Aber jetzt kommen die US-Banken auch Probleme und auch da wäre ich klar auf der Short-Seite. Dann mache ich weiter mit dem Ölpreis. Gebe noch ein bisschen mehr Gas. Schauen Sie sich mal hier an, die US-Ölproduktion ist in den vergangenen Monaten kräftig gesunken, bis auf ungefähr 8,4, 8,5 Millionen Barrel pro Tag. Also dementsprechend waren wir so ungefähr 1 Million Barrel unter dem Rekordhoch vom Mitte 2015. Und jetzt in den letzten paar Wochen haben wir natürlich einen Anstieg der US-Ölproduktion, weil natürlich die Ölförderer und die Explorer und so weiter die deutlich gestiegene Ölpreise genutzt haben, um immer mehr Ölbohrtürme in Betrieb wiederzunehmen. Und dementsprechend steigt die US-Ölförderung wieder. Und das bedeutet natürlich Gegenwind für den weltweiten Ölmarkt, einfach weil die weltweiten Lager am Rekord hoch sind. 3 Millionen Barrel Öl ist weltweit in den Lägern, die sind so voll wie niemals zuvor. Jeden Tag steigen die Läger und die schlechteste Nachricht, die man da hören kann, ist natürlich, dass die Ölförderung auch nur steigt, weil natürlich dann die Läger weiter steigen. Dann gehen wir auf die nächste Folie, bitte. Was belastet jetzt so den Ölpreis?
Eine Kennzahl, die die Investoren im Moment vor allem im Auge haben, sind die Benzinlagervorräte in den USA. Das ist hier diese rote Linie, die Sie hier sehen. Sind wir im Moment so bei 240, 250 Millionen Barrel und dementsprechend weit, weit über dem Vorjahresniveau, weit über dem normalen Schnitt. Und dementsprechend alle Investoren schauen immer, wo sind die US-Benzinvorräte, die sind viel zu hoch. Und die Sorge ist natürlich, dass wenn die zu hoch sind, sie irgendwann auf die Bremse treten müssen und weniger Öl fördern, weil die Läger der Raffinerien irgendwann voll werden. Die Raffinerien haben sich natürlich einen Trick ausgedacht. Die haben einfach jetzt ein paar Wochen früher als üblich auf die Wintersorten umgestellt, sprich jetzt Diesel und so weiter. Und dementsprechend kann man etwas Druck von dem Ölpreis noch nehmen. Aber man verschärft natürlich später die Probleme, weil dann die Läger bei den Wintersorten umso schneller voll sind. Das heißt, das Problem kann man jetzt mal kurz verschieben und ein bisschen Druck vom Ölpreis nehmen. Aber insgesamt bleibe ich weiterhin bärisch beim Ölpreis. Und ja, also ich denke, da geht es weiter abwärts. Bitte auf die nächste Folie, Benjamin. Haben wir noch eine Folie zum Ölpreis? Genau, aus saisonalen Gründen, auf das wollte ich Sie nochmal hinweisen. Üblicherweise ist ja der Ölpreis so in der zweiten Jahreshälfte kräftig unter Druck, weil er einfach einpreist, dass diese Driving Season in den USA, wo die Amis mit ihren großen Spritschluckern umherfahren und im Urlaub fahren und so weiter, dann die Saison jetzt allmählich ausläuft, August, September, und dementsprechend ist der Ölpreis kräftig unter Druck und ja, die Nachfrage in den USA sinkt auch in den Wintermonaten nach Öl und dementsprechend gehe ich davon aus, dass dieser saisonale Effekt, den wir in den vergangenen 2, 3 Jahren immer mal gesehen haben, dass es ab der Jahresmitte schwierig wird für den Ölpreis, also mit einer ähnlichen Entwicklung errechne ich auch für dieses Jahr. Bitte die nächste Folie, Benjamin. Genau, und wenn noch irgendwelche Fragen sein sollten, bitte stellen Sie die, machen wir gleich weiter. Genau, Edmund, da wollte ich nämlich die nächste Frage gerade einschieben. Du alter Grätscher. Genau, was erwartest du denn beim Ölpreis? Also unter 40 Dollar haben wir ja heute schon gesehen, 30 Dollar wurde ja auch schon ausgerufen hier von manchen Analysten. Wie ist denn deine Einschätzung hier mit diesem Überangebot, was wir im Moment am Markt haben? Ja, das ist natürlich unheimlich schwierig zu sagen, geht er jetzt auf 30 oder so, aber sicher, mein nächstes Ziel ist sicher Richtung 35 erstmal, weil ich einfach nicht sehe, wo die Trendwende herkommt. Nach dem Brexit hat da zwar der weltweite Aktienmarkt sämtliche Verluste durch den Brexit wieder aufgeholt, der weltweite Börsenwert ist ja um mehr als 5 Billionen Dollar gestiegen. Das liegt aber nur an der Aussicht auf Helikoptergeld, meiner Meinung nach nur an der Aussicht auf Helikoptergeld, weil sich damals am 11. Juli Ben Bernanke, also der ehemalige Chef der US-Notenbank, mit der japanischen Regierung Haruhiko Kuroda, Shinzo Abe und dem Notenbankchef Haruhiko Kuroda getroffen hat und weil die meiner Meinung nach damals Helikoptergeld ausgeheckt haben. Und diese Aussicht hat ja den weltweiten Aktienmarkt gestützt, weil man natürlich durch zusätzliche Staatsausgaben zumindest die Konjunktur in Japan kurz anheizen kann und gleichzeitig vor allem die Inflation anheizen kann. Und diese Aussicht hat den weltweiten Aktienmarkt nach oben getrieben und ja, und das ist natürlich der Effekt. Und hat natürlich auch zu einem kurzen Anstieg bei den Zinsen geführt, weil jetzt alle erwarten, dass die Inflation vielleicht sogar etwas kommen könnte. Die Tatsache ist aber natürlich, gerade nach dem Brexit sinken überall die Prognosen fürs Wirtschaftswachstum, für Großbritannien, für die Eurozone, für Japan, für die USA, egal wo sie hinschauen. Und dementsprechend hat die Weltwirtschaft Gegenwind. Die Weltwirtschaft ist schwach. Die Nachfrage nach Öl ist meiner Meinung nach gedämpft, ziemlich gedämpft. Und dementsprechend, ja. Ich rechne weiter mit einem Druck auf die Ölpreise, vielleicht zuerst mal Richtung 35 Dollar, da muss man sehen. Man muss natürlich auch immer die Geopolitik berücksichtigen, da kann es immer mal irgendwelche Nachrichten geben, da kann es den Ölpreis kräftig nach oben reißen, das weiß ich natürlich nicht, aber prinzipiell wäre ich da bärisch. Bitte den nächsten Chart, Benjamin. Genau, und warum das so ein enormes Problem ist, schauen Sie sich mal hier an, die grüne Linie der S&P 500, völlig losgelöst am Rekordhoch, obwohl die Gewinnschätzung für den S&P 500 für das Jahr 2016 für das zweite Jahr in Folge ein Nullwachstum zeigen werden. Also wir hatten ja schon 2015 ein Gewinnwachstum von Null beim S&P 500, für das Jahr prognostizieren die Analysten nochmal ein Gewinnwachstum von Null, also nichts, nada, kein Anstieg, aber das interessiert den S&P 500 nicht, er freut sich einfach auf das Helikoptergeld. Das Problem ist nur, der Ölpreis ist immer weiter nach unten und ein sinkender Ölpreis bedeutet ja ein enormer Gegenwind für die US-Wirtschaft, weil einfach der Ölindustrie massive Einnahmen fehlen.
Anschließend kürzt die US-Ölindustrie kräftig ihre Investitionen, kürzt die Arbeitsplätze und so weiter und dementsprechend ist ein sinkender Ölpreis ein massiver Gegenwind für die US-Wirtschaft und dementsprechend haben wir ein enormes Risiko, dass der S&P 500 so weit da oben ist, bei Kursen um die 2150, KGV von 17, also derart hohes KGV gibt es nur in absoluten Blasenzeiten. Üblich ist das KGV so bei 11 oder 12, weil es einfach dem langfristigen Gewinnwachstum der S&P 500 Unternehmen entsprach. Und es macht absolut keinen Sinn, auf einen Index, dessen Gewinne seit 2 Jahren stagnieren, einen KGV von 17 zu bezahlen. Das ist einfach nur auf die Geldschwemme in den USA zurückzuführen und die Aussicht auf Helikoptergeld. Und wenn gleichzeitig der Ölpreis so weit unten ist und so eine große Lücke, muss man einfach befürchten, dass der Markt der S&P 500 mal nach unten schnappt, mal so Richtung 2000 Punkte oder so gehen könnte, das könnte ich mir leicht vorstellen. Er ist enorm überbewertet, der S&P 500 und bei den kleinsten Konjunkturdaten könnte der nach unten schnappen und die nächsten Daten wären zum Beispiel der US-Arbeitsmarkt am Freitag. Wenn der gut ausfallen sollte, dann wäre das einfach das nächste Wunder da, aber das glaube ich nicht. Ich denke, die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag werden schwach ausfallen. Geh bitte auf die nächste Folie, Benjamin. Ja, und dann einfach nur noch mal ein, zwei kurze Zahlen zu den US-Unternehmen, die zuletzt berichtet haben, bevor wir dann zu den vielen DAX-Unternehmen wechseln wollen. Facebook, meiner Meinung nach starke Zahlen, egal wo Sie schauen, Umsatzwachstum sehr stark, Zahl der Nutzer steigt stark, Zahl der Einnahmen aus dem Mobilfunk oder aus dem mobilen Bereich, also sprich über Handys, Tablets steigt stark, KGV 25, klar, nicht billig, Facebook ist nicht billig, aber wenn ich mir anschaue, eine operative Marge von 55%, dann kann ich ein KGV von 25 mehr als rechtfertigen und denke vor dem Hintergrund, dass die Facebook-Aktie trotz der ziemlich hohen Bewertung eigentlich weiter nach Norden streben dürfte. Bitte die nächste Folie, Benjamin. Ähnlich sieht es bei Amazon aus, auch meiner Meinung nach überzeugende Zahlen. Der Hauptgrund hierfür ist, dass gerade das Cloud-Geschäft brummt. Inzwischen verdient der Amazon mehr Geld im Cloud-Bereich als in dem herkömmlichen Internethandel. Und Sie sehen hier erfreuliche Entwicklung. Die operative Marge ist deutlich auf dem Weg nach oben. Wir sind inzwischen deutlich über 4%. Also auch da geht es ganz klar in die richtige Richtung. Deutlicher Anstieg der Marge. Und bitte nächste Folie, Benjamin. Und das hat zur Folge, dass der operative Cashflow sich massiv verbessert bei Amazon. Wir hatten ja mal immer mal so ein Quartal, wo mal so gerade eine schwarze Null rausgekommen ist oder mal ein Gewinn von 1 Milliarde oder vielmehr ein operativer Free Cashflow von 1 Milliarde. Inzwischen sind wir bei 6-7 Milliarden. Also der Trend is your friend, in dem würde ich ganz klar sagen, KGV 73, eine enorm hohe Bewertung, enorm hoch, gibt es glaube ich keine zwei Meinungen. Börsenwert von 350,8. Milliarden, dementsprechend ist Amazon, hat Amazon inzwischen einen höheren Börsenwert als Exxon unglaublich, also ein enormer Börsenwert. Nichtsdestotrotz, wenn das Cloud-Geschäft weiter boomt und so weiter, könnte ich mir vorstellen, dass die Amazon-Aktie sogar noch weiter steigt, vielleicht mit etwas langsamer Dynamik oder so. Aber solange die Geschäftszahlen ganz klar nach oben zeigen, sei es bei der operativen Marge, beim Free Cashflow und so weiter, denke ich, dass die Aktie Rückenwind hat, zumal auch die Gewinnschätzungen bei Facebook, Amazon allmählich steigen. Und das ist natürlich eine erfreuliche Ausnahme zu vielen anderen Unternehmen, wo die Gewinnschätzungen einfach immer weiter nach unten geschraubt werden. Bitte, Benjamin. Ja, auch die Umsatz darf man ja auch nicht vergessen, ne? Diese konstante Umsatzentwicklung, das hatte ich gestern wieder angesprochen, irgendwann bei Amazon seit 60 Quartalen oder so. Ich glaube, wir hatten da kurz vor ein paar Monaten drüber gesprochen. Ja, das ist eben auch etwas, was Vertrauen schafft oder in das operative Geschäft, auch wenn wenig Gewinne da herausspringen im Vergleich zu Facebook oder Apple womöglich. Aber eben diese konstante Umsatzentwicklung zeigt eben, dass ja auch so eine Firma wie Amazon sich immer wieder neu definieren kann. Und das Cloud-Geschäft, was du eben angesprochen hast, ist ja auch relativ neu. Und da hat man sich auch schon gut festgesetzt. Also ja, das honorieren die Anleger im Moment. Genau. Und abgesehen, Bewertung ist natürlich ein anderes Thema, das ist klar. Und dass so jetzt alles so ein bisschen ausgedehnt ist, wie du es vorhin ja auch beschrieben hast für die USA, das steht auf einem anderen Blatt, aber einfach mal so individuell auf die Firma geschaut. Genau. Und in einem Umfeld, wo natürlich die US-Wirtschaft meiner Meinung nach bestenfalls stagniert, also dieses Wachstum von 2% können Sie vergessen, das Sie überlesen, meiner Meinung nach stagniert die US-Wirtschaft. In so einem Umfeld schauen natürlich die Investoren nach so Werten, die starkes Wachstum haben, sei es eine Facebook, sei es eine Amazon, die sind dann einfach gefragt und dementsprechend zahlt man dann einen enormen Preis. Ja, dann bitte auf die nächste Folie. Jetzt müssen wir ja bald beim DAX ankommen.
Ja, genau. Genau, hatte ich doch nur richtig im Kopf. Die Zahlen von heute, genau, zur Commerzbank hatten wir ja schon etliches gesagt, wo da die Probleme sind. Kommen wir mal zu Infineon. Naja, Infineon hat im Endeffekt meiner Meinung nach, was die Profitabilität gerade im Smartphone-Bereich angeht, enttäuscht. Fand ich wenig überzeugend. Prognose fürs Q4 fand ich ebenfalls wenig überzeugend. Ich denke einfach jetzt, der Smartphone-Markt ist gesättigt, unabhängig davon, dass jetzt Apple mal ausnahmsweise ein bisschen bessere Zahlen als erwartet gehabt hat. Aber da ist nicht mehr viel Wachstum und dementsprechend denke ich, da wird der Gegenwind anhalten. Und ja, wenn sich die Weltwirtschaft nur etwas abkühlen sollte, dann wird es, denke ich, auch mal im Autobereich oder so schwierig werden. KGV von 17,5, also ist meiner Meinung nach eine enorm hohe Bewertung, weil da einfach keinerlei Risiken mehr eingepreist sind. Viele Investoren vergessen, dass Infineon, meiner Meinung nach, dass Infineon wirklich schon teilweise schwere Jahre hinter sich gehabt hat. Natürlich weiß ich, dass die damals das Speicherchip-Geschäft und so weiter hatten, das weiß ich alles. Aber ich denke, man sollte einfach nicht dauerhaft davon ausgehen, dass Infineon eine Marge von 15, 16% auf die Dauer hat. Das halte ich einfach für ziemlich hoch. Also da ist eine enorme Menge Fantasie eingepreist. Und ja, nachdem ja Infineon schon bei den Halbjahreszahlen gesagt hat, wir müssen an der Prognose vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Damals waren es die Währungseffekte. Heute jetzt bei den neuen Monatszahlen, ja, wir haben da ein bisschen größere Probleme. Ich glaube, da dreht jetzt allmählich die Stimmung. Also ich würde nicht auf die dritte, dass das so eine richtige Gewinnwarnung dann bei Infineon kommt. Die veröffentlichen ja immer im November die Zahlen für das Fiskaljahr, das im September endet. Also auch da würde ich ganz klar sagen, da kann man mal eher versuchen, auf der Shortseite zu traden, weil ich glaube, da könnte die Stimmung allmählich drehen für den Infineon. Dann bitte die nächste Folie, Benjamin. Genau, BMW hat mich eigentlich überrascht von den guten Zahlen, wenn man so schaut, dass die Aktie ja etliche Monate schon unter Druck war. Gute Zahlen fürs Q2, operative Marge im Autogeschäft 9,5%. Auch da klar vor Daimler, klar vor Audi und so weiter, absolut erfreulich. Geschäfte in China brummt. Auch das ist natürlich enorm wichtig für eine BMW, ähnlich wie für VW. Und BMW profitiert natürlich auch von dem bislang gut laufenden Geschäft in Europa. Ist halt die Frage, wie lange das noch so gut laufen wird, aber auch da ganz klar Rückenwind für BMW. Und KGV 8 finde ich bemerkenswert niedrig. Wenn ich denke, KGV vom DAX liegt bei 11 oder so, dann wundert es mich, warum das KGV von BMW wirklich nur bei 8 liegt. Und das zeigt einfach die große Skepsis der Investoren gegenüber den Gewinnschätzungen von Daimler, von BMW, von VW. Das kann ich gut nachvollziehen, weil ich denke einfach, wie gesagt, die Weltwirtschaft kühlt sich deutlich ab. Und in dem Umfeld wird es dann für die Autohersteller im Zweifelsfall dann eher schwieriger. Unabhängig davon, was der Aktienmarkt macht. Also auch da könnte ich mir vorstellen, vielleicht eher so eine seitwärts, abwärts. Also ich denke, stark aufwärts wird es einfach nur bei BMW gehen, bei der Aktie, wohlgemerkt bei der Aktie, wenn einfach diese Hoffnung auf Helikoptergeld jetzt schnell wieder hochkochen sollte, wenn jetzt die japanische Notenbank sagt, die hat ja bei der Sitzung am 29. Juli auch herb enttäuscht, indem sie einfach die Strafzinsen bei minus 0,1% gelassen hat. Jeder hat ja irgendwie erwartet, die machen minus 0,2% und kündigen noch mehr Gelddrucken an und so weiter, hat aber die japanische Notenbank nicht gemacht. Aber ich denke, viele Investoren wissen, dass in Japan aufgeschoben nicht aufgehoben heißt. Das heißt, bei der nächsten Sitzung am 21. September ist ja die Sitzung dann in Japan wieder. Ich denke, da werden die einfach mehr Gas geben. Und wenn diese Euphorie oder diese Zuversicht hochkocht, dann könnte es auch bei den Zyklen aus dem DAX, gerade bei den Autoaktien, nach oben gehen. Ansonsten muss man weiterhin die Konjunkturdaten im Auge behalten und gerade bei schwachen Konjunkturdaten aus USA, ich denke, das bedeutet Gegenwind gerade für die deutschen Autohersteller wie Daimler und BMW, die dort stark vertreten sind. Bitte. Genau, Edmund. Ich grätsche mal ganz kurz rein, weil wir auch, wenn wir später angefangen haben, so ein bisschen Charttechnik auch mit reinbringen wollen. Und ja, also BMW habe ich hier mal vorbereitet und da ist so ein bisschen bestätigt sich das, was du halt sagst, so dieses kurzfristig schwierige Umfeld, was du beschrieben hast, was ich eingangs Ihnen sagte, meine Damen und Herren, das sehen wir auch in zahlreichen Aktien. Ich habe jetzt BMW, greifen wir nur mal als Beispiel auch heraus, für viele zyklische Werte, dass wir auch das alles besprechen können heute mit unserem Programm, dass wir da durchkommen. Aber Sie sehen es hier, von der Indikatorenlage sind wir hier schon seit geraumer Zeit, sehen wir hier eine gewisse Diskrepanz. Jetzt scheinen wir hier auch demnächst kurz davor im MACD, ja, das ist ein ganz einfacher Trendfolge-Schema,
Trendfolge Momentum, dass wir hier auch ein Signal bekommen und eben aufgrund der ja, jüngsten Entwicklung hier ist dann durchaus auch damit zu rechnen, dass wir hier diesen Aufschwung, den wir gesehen haben seit Juli, diesen starken Juli, den Börsenmonat Juli, den wir insgesamt gesehen haben, auch als Reaktion auf den Brexit, auf den Verkauf nach dem Brexit oder die starke negative Reaktion nach dem Brexit, war der Juli doch extrem positiv. Und das wird jetzt hier so ein bisschen korrigiert oder es deutet sich an, dass es hier korrigiert wird. Deshalb auch die Einschätzung von uns gestern hier kurzfristig etwas vorsichtiger zu sein. Und das Ganze wird also auch hier bestätigt. Die 200-Tages-Linie, die habe ich Ihnen hier mal als etwas trägere Linie auch mit eingezeichnet. Die ist noch ein Stückchen entfernt, was ja immer so ein bisschen als, ja, Unterschied zwischen steigenden und fallenden Kursen gesehen wird. Und dann sehen wir eben, dass wir in der Vergangenheit hier schön abgeprallt sind. Also BMW nach wie vor in einem intakten Abwärtstrend und der könnte hier nochmal an Dynamik nach unten gewinnen. Wobei man, wenn man sich das größere, mehrmonatige Chartbild anschaut, dann pendeln wir hier so zwischen 65 und 85. Deshalb, ja, Test von der 65 nochmal, wenn wir dann ein drittes Mal hingelaufen, wäre im aktuellen Umfeld nicht unwahrscheinlich. Das vielleicht nochmal, Egmont, so als Beispiel für einen Chart, für eine charttechnische Situation an der Stelle. Danke. Genau. Dann zur nächsten Folie bitte. VW sieht ähnlich aus. Gerade bei der Kernmarke VW PKW ist es, denke ich, im Q2 deutlich besser gelaufen, als so manch erwartet hat, als auch als ich erwartet habe. 808 Mio. EBIT ist, denke ich, eine gute Zahl, wenn man sich die Werte für das Q1 anschaut, wo wir so gerade so bei 80 Mio. waren. Also eine wesentliche Verbesserung. Insgesamt hat VW die Prognose für den Konzernabsatz leicht angehoben. Also da erwarten wir jetzt ein leichtes Wachstum. Allerdings haben sie die Gewinnprognose gesenkt auf eine Marge von 5-6%. Bislang waren die Sondereffekte bereinigt quasi um den Abgasskandal und alles, was Sie da kennen. Und jetzt ist es quasi einberechnet. Also ich denke insgesamt eine leichte Senkung der Prognose. Und was natürlich die Meldungen sind, dass jetzt Bayern VW verklagt und so weiter. Ich denke, das sind eigentlich nicht die wirklichen Probleme. Da geht es vielleicht mal um 50 Mio oder mal um eine Mio oder wenn da irgendein anderes Bundesland auch mal VW verklagen solle, da geht es wirklich um Peanuts, denke ich, sondern das wirkliche Problem ist, das Geschäft in China brummt und wenn sich die Wirtschaft in China abschwächen sollte oder so, dann würde das natürlich Gegenwind gerade auch für eine VW bedeuten. KGV 6, ein deutlich niedriges KGV als ein BMW und eine Daimler, drückt meiner Meinung nach auch ganz klar die Skepsis aus gegenüber VW. Zumal ja auch die operative Marge bei VW weit, meilenweit unter der von BMW und Daimler liegt. Also ganz klar, ich denke auch da die Erholung könnte allmählich auslaufen bei VW und die Aktie allmählich nach unten drehen. Der ist ja doch in den letzten paar Wochen, paar Monaten ziemlich gut gelaufen. Ich denke, da ist schon viel, viel Hoffnung eingepreist. Wie gesagt, zumal ich davon ausgehe, dass einfach diese schlechten Meldungen, was das Thema Abgasskandal angeht, einfach nur längst nicht vorbei sind. So, die nächste Folie bitte, Benjamin. Genau, Lufthansa auch da. Lufthansa bin ich klar skeptisch. Die Probleme sind einfach da. Hohe Unsicherheit. Die Konjunktur ist gerade in der Eurozone schwach, denke ich. Lufthansa hat ja selbst angekündigt, dass sie jetzt im Winterflugplan 7 Flugzeuge weniger als geplant in Betrieb nehmen wollen. Lufthansa gibt keine Prognose für 2016 ab, geht weiterhin davon aus, dass die Ticketpreise weiter sinken werden. Klar, Lufthansa muss natürlich die sinkenden Ölpreise an die Kunden weitergeben und angesichts solcher Themen wie Brexit und Türkei und all das, was da gibt, halten sich die Leute, denke ich, deutlich mit Buchungen zurück. Gerade die Ausländer halten sich mit Buchungen zurück aus Asien, wohin auch immer, die Chinesen.
mit Reisen nach Europa, in die Eurozone und so weiter. Und all das ist natürlich ein ziemlich schlechtes Umfeld für die Lufthansa. Schauen Sie sich mal an, laut den aktuellen Gewinnschätzungen liegt das KGV der Lufthansa angeblich bei 4,7. Das können Sie natürlich vergessen. Das Problem ist natürlich einfach, dass die Gewinnschätzungen viel zu hoch sind. Das ist einfach das Grund. Ein KGV von 4,7 macht natürlich absolut keinen Sinn für die Lufthansa. Also auch da die Gewinnschätzung viel zu hoch. Bei der Lufthansa bleibe ich ganz, ganz klar weiter auf der Short-Seite. Da gibt es eine Menge Risiken. Auch da wäre ich ganz klar weiter vorsichtig. Dann bitte die nächste Folie, Benjamin. Es sei denn, du hast noch einen Chart in der Hinterhand. Ansonsten. Ja, bei der Lufthansa ist es eben interessant, Egmont, dass wir da auf Jahrestiefs nochmal hinauslaufen. Und da laufen wir jetzt auch wie bei BMW da so ein drittes Mal hin. Und wenn so eine Unterstützung öfters getestet wird, dann steigt eben halt auch aus meiner Erfahrung heraus auch die Chancen, dass man da durchaus auch mal durchgehen kann. Muss nicht sein, aber die Gefahren sind tatsächlich, wie du es eben auch von der fundamentalen Seite beschrieben hast, sehr hoch, dass man da durchaus da mal drunter fallen könnte. Möglicherweise kann es auch ein False Breakout nach unten sein, aber die Gefahren sind gestiegen, dass man eben auch mal dann die ganze Unterstützung nach unten auch nochmal testet und dann auch durchbricht. Ja, und man muss ja auch sehen, dass etliche andere Unternehmen aus der Branche wie eine IAG, also die Mutter von British Airways und so weiter, da auch die Prognose für 2016 gesenkt haben wegen des Themas Brexit. Und dementsprechend haben die natürlich spüren die starken Preisdruck und das geben die natürlich weiter. Und dem kann sich die Lufthansa meiner Meinung nach nicht entziehen. Und wie gesagt, problematisch sehe ich auch ganz klar weiterhin das Frachtgeschäft. Wenn die Weltwirtschaft sich abkühlt, weiter abkühlt, wie ich befürchte, dann hat die Lufthansa natürlich gerade im Frachtgeschäft wenig Spaß. Genau, dann machen wir weiter mit BASF. Auch da BASF stark abhängig vom Ölpreis. Dementsprechend hat man auch eine starke Kurserholung in den vergangenen Wochen und Monaten, einfach weil sich der Ölpreis zwischen Ende Februar und Mai im Endeffekt ja verdoppelt hat von 27, 28 Dollar auf 50 Dollar, 52 Dollar. Und ja, jetzt muss man einfach sehen, wenn der Ölpreis deutlich nach unten kommen sollte, dann denke ich, wird die BASF-Aktie schwer haben, wird die nach unten folgen. Ich habe es Ihnen aufgeschrieben hier, hohe Unsicherheit, Brexit, Türkei, all das bremst natürlich das Geschäft. Zwar behaupten viele Unternehmen, dass sie noch nichts spüren würden, aber wenn Sie mal aufmerksam lesen, so Firmen wie Siemens und so weiter haben ja gleich angekündigt nach dem Brexit, dass die Investitionen in Großbritannien sofort auf Eis gelegt werden. Ja, und natürlich so ein starker Zykliker wie BASF, der größte, im Moment ja noch der größte Chemiekonzern der Welt, der bekommt es meiner Meinung nach schnell zu spüren. Und schwaches Umfeld im Agrargeschäft, klar. Die Preise für Agrarrohstoffe waren deutlich unter Druck, also dementsprechend schwieriges Umfeld in dem Bereich. Und BASF hat ja selbst eingeräumt, Ausblick für 2016 ist ein anspruchsvolles Ziel, also ob sie die Ziele tatsächlich da erreichen können, das sei alles ziemlich anspruchsvoll. Und ja, also das hört sich nicht gut an, denke ich. KGV 14 ist auch eine hohe Bewertung, denke ich, gerade für so einen starken Zykler wie eine BASF. Und die Prognose von BASF beinhaltet ja einen Ölpreis von 40 Dollar je Barrel. Und ja, muss man einfach sehen, wenn der Preis jetzt unter diese Marke rutschen sollte und vielleicht längere Zeit runterbleiben sollte, ich denke, dann kann es durchaus Gegenwind für die BASF-Aktie bedeuten. Das könnte doch manchen Investor nervös machen. Also auch da eher auf der Short-Seite traden, meiner Meinung nach. So, bitte die nächste Folie, Benjamin. Ja, Bayer sieht es meiner Meinung nach schon deutlich besser aus. Pharmageschäft brummt gerade mit den neuen Medikamenten. Eine überzeugende Profitabilität, was man so von Bayer sieht. Bayer beklagt sich natürlich auch über das schwache Umfeld im Agrargeschäft. Das Thema ist natürlich einmal mehr die mögliche Übernahme von Monsanto. Auch da gehe ich davon aus, dass Bayer vielleicht nochmal das Angebot erhöhen wird. Aber es wird nicht zum Deal kommen, weil einfach der aktuelle Kurs von Monsanto weit unter dem Übernahmeangebot von Bayer liegt und dementsprechend signalisiert ja die Börse, dass sie davon ausgeht, dass der Deal nicht zustande kommen wird. Und ich denke, viel von dem ist bereits im Aktienkurs von Bayer eingepreist und dementsprechend der KGV 12, bleib noch mal ganz kurz, danke, KGV 12, halte ich jetzt noch nicht zu hoch.
Zumal die operative Marge 17% ist natürlich ein hervorragender Wert, wenn man denkt, es ist ungefähr das Doppelte des DAX-Niveaus. DAX so operative Marge 9% ungefähr, können Sie sich vorstellen. Bayer 17% ist schon ein hervorragender Wert. Aber man soll auch nicht vergessen, Bayer hat auch noch ein Kunststoffgeschäft über die Tochter Covestro. Da läuft es im Moment ganz gut. Aber wenn jetzt die Daten von der Weltwirtschaft sich vielleicht etwas abkühlen, dann wird es da, denke ich, auch die Tochter Covestro schwer haben und das könnte sich dann auch gerade in der Bayer-Aktie niederschlagen und dementsprechend würde ich da eher auf vielleicht auf einen Seitwärtstrend bei Bayer setzen, aber auf jeden Fall denke ich nicht deutlich steigende Kurse. Bitte, Benjamin. Genau. Wolltest du mit Adidas gleich weitermachen, würde ich sonst vorschlagen, das war nämlich auch eine Frage eines Zuhörers, Adidas. Okay, also machen wir als nächstes Adidas. Adidas war ich ja lange Zeit sehr bullisch, weil ich einfach darauf vertraute, dass die Aktie den richtigen Weg kennt. Adidas hat zuletzt einmal mehr die Prognose erhöht. Bei Adidas läuft es einfach, die Marken sind gefragt. Adidas gewinnt Marktanteile, gerade auch auf dem wichtigen US-Geschäft. Bei Adidas läuft es einfach und deswegen ja, war ich da lange Zeit sehr bullisch. Adidas prognostiziert fürs laufende Jahr einen Gewinn von rund knapp 1 Milliarde Euro, also ein bemerkenswerter Wert, denke ich. Hat jetzt vorläufige Zahlen gemeldet, die Prognose etwas erhöht. Die genauen Zahlen kommen dann übermorgen. 4. August, KGV 27,7, klar. Ein absolut hoher Wert, die am höchsten bewertete Aktie im DAX. Ja, und deswegen denke ich, dass man da bei Adidas langsam etwas Ruhe einkehren sollte. Also da ist eine Menge Euphorie, eine Menge Fantasie eingepreist. Und ich denke, da könnte man die Hosse mal langsam auslaufen. Ich würde allerdings auf keinen Fall auf der Short-Seite traden oder noch nicht, zumindest noch nicht, weil ich einfach nicht sehe, wo die schlechten Nachrichten kommen sollten oder wo die Investoren beginnen könnten, auf schlechte Nachrichten zu spekulieren. Weil der Kurs nimmt es ja immer schon mal so 2, 3 Quartale vorher hinweg. Aber das sehe ich jetzt einfach nicht, sondern alle merken jeden Tag das Geschäft bei Adidas brummt noch stärker als erwartet. Und dementsprechend, ja, vielleicht auf einen Seitwärtstrend setzen bei Adidas. Aber ich denke noch nicht, dass noch nicht die Zeit gekommen ist, um auf der Short-Seite zu traden. Bitte, Benjamin. Ja, also ich will jetzt aus Zeitgründen den Chart, den haben sicherlich viele von Ihnen auch vor Augen, aber da sieht man eben schon recht deutlich, Egmont, dass man auch von der Dynamik sehr, sehr stark schon gelaufen ist bei Adidas. Also ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt auch tatsächlich viele Anleger sagen, ja, irgendwann auch mal Gewinne mitnehmen. Auch wenn du sagst, es ist alles noch im grünen Bereich, aber ja, da muss man mal abwarten, wie sich dann möglicherweise auch gute Meldungen im Kurs niederschlagen. Denn oft fängt es ja damit an, dass gute Nachrichten nach so einem starken Anstieg eben nicht mehr positiv auf den Kurs wirken. Noch ist es der Fall, du hast es eben beschrieben, das ist klar. Aber sobald Sie das merken, meine Damen und Herren, dann könnte es tatsächlich sein, dass die Aktie ja, zumindest mal eine Konsolidierungsphase einlegt. Und ja, nach dem Anstieg ist das, glaube ich, auch nicht unwahrscheinlich. Auf fast allen Zeitebenen ist die Adidas-Aktie die beste Aktie im DAX im vergangenen Jahr. Also von daher, oder ja, seit einem Jahr. Von daher, ja, ist irgendwann geht auch mal dieser Trend dann zu Ende. Aber man muss zugeben, er ist robust und noch intakt. Okay, und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Gold. Kommen wir noch dazu oder das war die nämlich eine Frage hier gewesen an der Stelle. Ja, bitte. Wie lautet die Frage konkret? Genau, Gold, Einschätzung zu Gold und ja, auch da möglicherweise was zur Saisonalität. Du hast es vorhin beim Ölpreis angesprochen. Gibt es da etwas, was man auch zu Gold sagen kann für diese Jahreszeit? Ja, üblicherweise ist das zweite Halbjahr für Gold immer gut. Ich denke, das wissen viele Zuhörer. Insgesamt bleibe ich weiterhin sehr, sehr bullisch für Gold. Einfach vor dem Hintergrund, dass die weltweiten Notenbanken immer mehr Geld drucken und vor dem Hintergrund ihre eigenen Währungen immer weiter abwerten. Und das ist meiner Meinung nach absolut bullisch für Gold. Man darf ja nicht vergessen, die EZB druckt 80 Milliarden Euro pro Monat. Die japanische Notenbank druckt ungefähr 65 Milliarden Dollar umgerechnet pro Monat. Und was viele Leute ja übersehen oder vergessen, die US-Notenbank
Die US-Notenbank druckt angeblich nichts mehr, aber das ist natürlich nicht richtig, weil die US-Notenbank schichtet ja sämtliche alten Anleihen, die auslaufen, wieder um. Das heißt, sie investiert jeden Monat. Die US-Notenbank hat ungefähr 2,5 Billionen an Staatsanleihen und sie hat ungefähr 1,7 Billionen an Hypothekenanleihen. Und wenn man die Rechnung dann aufmacht, druckt die US-Notenbank ungefähr 35 Milliarden Dollar pro Monat. 35 Milliarden Dollar. Und vor dem Hintergrund, naja, weltweite Geldschwemme ist absolut positiv für den Goldpreis. Es gibt entweder die Möglichkeit, dass die Zinsen weiter sinken weltweit, gerade in den Industriestaaten Richtung Rekordtiefs wieder gehen. Das würde natürlich den Goldpreis beflügeln, wenn wir natürlich irgendwann auch in den USA Strafzinsen kommen werden, und davon gehe ich fest aus. Umso attraktiver wird natürlich Gold, weil ich damit Strafzinsen umgehe. Oder die andere Möglichkeit ist, dieses ganze Gelddrucken führt irgendwann zu hoher Inflation, und es wäre natürlich auch nicht gerade schlecht für den Goldpreis. Deswegen bleibe ich, glaube ich, einer der größten Goldbullen, den Sie kennen. Das war ich schon lange Jahre und das bleibe ich auch. Und vor dem Hintergrund bleibe ich natürlich auch absolut bullisch für die Goldförderer, Barrick Gold, Newman Mining, alles was in dem Bereich ist. Die Prognosen für die Unternehmen sind in den vergangenen 3-4 Monaten so um 50% die Gewinnschätzung angehoben worden für das laufende Jahr. Ich denke, das langt bei weitem noch nicht, einfach weil der Goldpreis weiter steigen wird, während gleichzeitig die Unternehmen weiter die Kosten drastisch senken. Also auch da bin ich absolut weiterhin bullish für Barrick Gold, Newman Mining, Goldcorp, egal was Sie da kennen in dem Bereich. Genau. Rechnest du nach dem Anstieg auch nicht mit einem Rückschlag, Edmund? Also ich meine, ich glaube, Barrick Gold hat ja in diesem Jahr sich mehr als verdoppelt, ne? Ja, richtig. Wie gesagt, nur die Gewinnschätzungen waren ja viel zu niedrig, weil natürlich irgendwie alle Analysten weiter davon ausgegangen sind, dass der Goldpreis weiter fällt. Aber der Goldpreis wird meiner Meinung nach relativ schnell ein neues Jahreshoch machen. Da waren wir ja sogar kurz über 1370. Und wenn wir da natürlich durchgehen, dann sind wir meiner Meinung nach schnell über 1400. Und das andere ist, die Unternehmen senken kräftig die Kosten und dementsprechend haben die Unternehmen von zwei Seiten Rückenwind, steigende Goldpreise plus sinkende Kosten und wie gesagt, die Gewinnschätzung, ich kann jedem Zuschauer nur empfehlen, sich mal die Gewinnschätzung für die Goldförderer anzuschauen, die Barrick und Newman, die sind in den vergangenen Tagen um je nachdem 30-40% gestiegen fürs laufende Jahr, die fürs nächste Jahr werden auch immer weiter entsprechend nach oben gesetzt. Und dementsprechend bin ich da weiterhin sehr, sehr bullisch für die Goldförder und Gold selbst. Okay, Edmund. Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass wir jetzt schon aufgrund des Beginns überzogen haben, Edmund, würde ich sagen, mal vielleicht noch ein paar Werte zum Abschluss. Meine Damen und Herren, stellen Sie gerne auch Fragen, wenn Sie noch welche haben. Ansonsten würden wir ja noch ein paar Werte besprechen, Edmund, wenn das für dich okay ist. Ja, gerne. Dialog Semiconductor, auch da bleibe ich bei meiner Einschätzung, da war ich ja lange Zeit skeptisch, bleibe ich auch skeptisch. Die x-te Gewinnwarnung sage ich da immer nur, jetzt haben sie wieder eine Gewinnwarnung gemacht. Das schwache Geschäft bei Apple schlägt halt doch durch bei Dialog Semiconductor. Ich sehe einfach nicht, warum sich das Umfeld für die Aktie verbessern sollte. Auch da würde ich ganz klar weiter auf der Short-Seite traden. Jede Kurserholung würde ich auf jeden Fall zum Verkauf nutzen. Das ist meine persönliche Meinung. Da habe ich einfach viel zu viele schlechte Nachrichten gehört und ich weiß nicht, wann die aufhören. Nordex, das Gegenteil. Aktie ja lange Zeit gut gelaufen, eigentlich eine gute Prognose abgegeben. Schauen Sie es allerdings nur mal an. Im ersten Halbjahr hat Nordex erst 44% des Jahresumsatzes geschafft und 40% des Auftragseingangs, die für das Gesamtjahr geplant sind. Das heißt, Sie müssen schon mit einem ziemlich starken zweiten Halbjahr rechnen, wenn Sie weiterhin bullish für Nordex sind. Und das Management hat ja jetzt betont, dass das üblicherweise sich immer weiter ins zweite Halbjahr verschiebt und so weiter. Nur ich möchte schon mal zu bedenken geben, wenn der Ölpreis weiter nach unten tendieren sollte, was ich befürchte, dann wird es sich meiner Meinung nach weniger lohnen, gerade jetzt für irgendwelche Unternehmen, sei es aus den USA oder wo auch immer, verstärkt in den Windkraftbereich zu investieren. Also auch da wäre ich klar vorsichtiger. Ich denke, die Aktie ist da auf der richtigen Spur. KGV 16 ist noch nicht zu hoch. Und ja, Nordex hat jetzt erstmal, denke ich, etlichen Rückenwind gehabt, dass das Geschäft in Deutschland brummt, weil ja da die Förderung umgestellt wird. Das haben sie ja auch alles verfolgt. Aber ich denke, auch das wird irgendwann auslaufen. Und da schaut einfach die Aktie allmählich drauf. Und vor dem Hintergrund würde ich da auch eher auf der Short-Seite traden bei einer Nordex. Da wäre ich vorsichtiger, da würde ich eher
weiter auf die Aktie schauen und der Aktie vertrauen. Dann die nächste Folie bitte, Genau. Benjamin. Im nächsten Jahr aus Egmont. Ja, können wir vielleicht, genau, warte mal, dass wir das, ja, dann nehmen wir das noch gerade mit, die Termine, und dann noch kurz was zu Daimler Egmont, und dann haben wir es, glaube ich, einigermaßen rund für dieses Mal. Gerne. Ich wollte Ihnen einfach nur noch mal kurz die paar wichtigen Termine aufzeigen für die nächsten paar Tage, bis dann Franz Georg übernimmt. Conti morgen, ich denke, da könnte der Ausblick vielleicht etwas schwächer sein als erwartet. Ja, also ich kann mir also einfach nicht vorstellen, dass auf die Dauer Conti so eine super Marge halten kann, wenn es eventuell vielleicht mal im Autobereich schwieriger wird. Also ja, da muss man einfach abwarten, aber ich denke, der Ausblick wird nicht zu bullisch werden. Deutsche Post ist auch ein Zykliker, ganz klar, muss man einfach sehen. Schauen Sie sich mal die Aktie ganz genau an. Und ja, wenn die Weltwirtschaft schwächer wird, dann denke ich, wird es gerade so eine Aktie wie eine Deutsche Post schwieriger haben, denke ich. Also da muss man ganz genau darauf achten. Bei Adidas hatte ich Ihnen gesagt, bei Siemens frage ich mich wirklich, Siemens hat ja so ein stark oder ein wenig zyklisches Geschäft, aber hängt natürlich nichtsdestotrotz an der Investitions, an vielen Investitionsunterscheidungen von Entscheidungen von Unternehmen. Und also auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass das Geschäft bei Siemens weiterhin so lange brummen wird. Also da sind ja viele positive Nachrichten eingepreist, denke ich. Gerade Restrukturierung im Öl- und Gasbereich und so weiter. Also viele positive Nachrichten. Da traue ich dem Braten ehrlich gesagt nicht so richtig. Da würde ich eher abwarten, eher auf der Short-Seite traden. Eine Allianz leidet natürlich darunter, dass die Zinsen in der Eurozone immer weiter nach unten gehen oder vielmehr weltweit. Also ich denke, auch da wird der Ausblick ähnlich wie bei einer Munich Re vielleicht eher verhalten sein. Im normalen Versicherungsgeschäft läuft, aber ich denke, gerade was das Thema Kapitalanlage, Ergebnis und so weiter angeht, ich kann die alten Anleihen, auf die ich noch gute Zinsen bekommen habe, zu immer niedrigeren Zinsen nur wieder reinvestieren. Also das bedeutet natürlich Gegenwind für eine Allianz, für eine Münchner Rück. Es ist nicht gut für die Versicherer, diese Strafzinsumwelt von Mario Draghi. Bitte die nächste Folie. Genau, dann habe ich noch ein paar Konjunkturtermine. Ich weiß nicht, ob Franz Georg das macht, aber ich habe es Ihnen einfach mal aufgeschrieben. Arbeitsmarktbericht jetzt am kommenden Mittwoch, ADP, also sprich zur Privatwirtschaft. Also ich denke, da die Daten werden eher enttäuschen, die US-Arbeitsmarktdaten, weil ich denke einfach, die Wirtschaft ist wesentlich schwächer als erwartet. Die Frage ist ganz klar, ob das am Aktienmarkt durchschlagen wird. Ich denke, das könnte durchaus mal passieren. Wie gesagt, der S&P 500 ist am Rekordhoch, eine enorme Fantasie eingepreist, vor allem Helikoptergeld. Und wenn jetzt die US-Konjunkturdaten ein bisschen enttäuschen könnten, dann könnte es doch manchen Investoren ein bisschen verunsichern und zumindest ein paar kleine Gewinnmitnahmen mal kommen. Das wäre mehr als gerechtfertigt, meiner Meinung nach. 4. August, Sitzung der englischen Notenbank, ja. Irgendwie jeder erwartet, dass da die Zinsen gesenkt werden. Ich frage mich, warum sie es nicht gleich beim ersten Mal gemacht haben. Jeder hat gewusst, dass die Konjunkturdaten kollabieren werden. Ja, also senken wir die Zinsen am Donnerstag auf 0,25 und danach auf 0 und dann auf die Strafzinsen. So wird es in England laufen. Das ist meine feste Überzeugung. USA-Industrieaufträge am Mittwoch, am Donnerstag, Entschuldigung, ich gehe davon aus, dass die schwächer sind als erwartet, ganz klar. Und auch der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag schwächer sein wird als erwartet. Und am kommenden Montag die Import- und Exportdaten aus China. Auch da erwarte ich eher schwächere Daten als erwartet. Bitte, Benjamin. Ja, Egmont, abschließend vielleicht deine kurze Einschätzung zu Daimler nochmal. Ich glaube, das fehlte vorhin im Reigen der Automobilwerte. Hab ich vergessen, aber du hast mich glücklicherweise daran erinnert. Ja, ich denke einfach, man muss jetzt sehen, wir hatten so eine Erholung jetzt mal so von 52 bis auf 62, also fast irgendwie 20% jetzt mal innerhalb von ein paar Wochen. Aber insgesamt ist, denke ich, die Aktie scheint seit mehr als einem Jahr klar im Abwärtstrend, einfach weil sich die Perspektiven für die Weltwirtschaft, glaube ich, deutlich eingetrübt haben und durch den Brexit auch jetzt deutlich eingetrübt haben. Und ich denke, vor dem Hintergrund könnte es die Aktie schwer haben. Wie gesagt, was die Aktie gestützt hat jetzt zwischenzeitlich gerade ab dem 11. Juli, war einfach diese Aussicht auf Helikoptergeld. Und wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen plötzlich die japanische Regierung enttäuscht und auch die japanische Notenbank und einfach nicht liefert, dann bremst es den weltweiten Aktienmarkt etwas, zumindest kurzfristig. Und da muss man einfach warten, bis die japanische Notenbank am 21. September sich dann wieder trifft oder was die jetzt in den nächsten paar
paar Tagen sagt. Es war natürlich ganz schlecht, dass die japanische Notenbank bei der letzten Sitzung angekündigt hat, dass sie diese Geldpolitik, diese extrem leckere Geldpolitik, lockere, nicht lecker, lockere Geldpolitik überprüfen wollen. Und damit signalisieren sie ja quasi, dass die eventuell nicht effektiv sein könnte. Und das ist natürlich das absolut Schlimmste, was passieren kann, wenn eine Notenbank, nachdem sie Billionen von Yen gedruckt hat, hunderte Billionen von Yen wohlgemerkt, und im Moment steigt ja die Geldmengenbasis in Japan so um 25% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, also eine gewaltige Geldschwemme. Und wenn natürlich da das kleinste Gerücht aufkommen sollte, dass man da jetzt ein bisschen vom Gas runtergehen sollte, dann würde natürlich der Yen ganz klar deutlich steigen, also wären wir schnell unter der 100, deutlich unter der 100, und es würde Gegenwind für den weltweiten Aktienmarkt bedeuten und dementsprechend auch für Daimler. Also ganz klar Dollar-Yen-Carry-Trade nochmal in den nächsten Tagen genau im Auge behalten, kann ich jedem nur ans Herz legen. Benji. Okay, Egmont, dann ja, vielen Dank und ja, lecker ist vielleicht auch das Stichwort für den Abschluss unseres Webinars. Ich hoffe, es hat Ihnen auch bei uns geschmeckt. Und dass Sie so einiges auch an ja, Hinweisen, Informationen mitnehmen konnten, an Empfehlungen. Wir haben alle Fragen abgearbeitet. Sorry nochmal für den holprigen Start, den wir heute aufgrund der technischen Probleme hatten. Hoffe dennoch, dass Sie einiges mitgenommen haben. Gerne auch bei uns auf der Seite nochmal schauen, hier nach Webinaren Konjunktur. Da kündigen wir die nächsten Webinare immer an. Wenn Sie Fragen haben, gerne auch stellen. Über info@feingold-research.com, da können Sie auch jederzeit nochmal Fragen stellen, falls Ihnen noch was in den Sinn kommt. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Viel Erfolg bei Ihren nächsten Investments und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen, dann mit Franz-Georg Wenner, vielleicht aber dann auch zu einem unserer anderen Webinare. Okay, vielen Dank, bis demnächst.